Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir haben das letzte Mal beim letzten Video den NE555 und den OP741 aufgebaut und heute betrachten wir mal den NE555, was der so macht, was der so kann, weil wir ja hier dieses wunderschöne, nicht gerade kleine, aber große IC vor uns liegen haben. Wie man wunderbar erkennen kann, die LED blinkt schon vor sich hin. Ich habe nämlich eine klassische Schaltung aufgebaut mit dem NE555, eine A-stabile Kippstufe. Da braucht man nämlich gar nicht viel dafür. Man braucht zwei Widerstände und einen Kondensator. In dem Fall noch einen Widerstand und eine LED, damit man auch sieht, dass was passiert. Das wäre so die Grundschaltung von der A-stabilen Kippstufe vom NE555. NE555, ein ganz klassischer, wie gesagt, uralter Timer-Baustein, der im Treppenhausautomat eingesetzt werden kann. Also man drückt eine Taste, den Tastendruck erkennt der NE555 und nach einer Minute oder so schaltet das Licht wieder aus. Wäre so eine ganz typische Anwendung. In dem Fall das Ganze mit einer 9-Volt-Batterie betrieben. Wir gucken uns jetzt im Video dann mal das Ersatzschaltbild an, gucken mal, wie das Ding funktioniert, ziehen dazu auch das Oszillator, das uns hier schon mal den Kurvenverlauf auch entsprechend spoilert, und schauen uns mal das Ganze an. Wir haben ja hier diesen NE555 und dieser NE555 hat hier quasi auf der Platine schon die Unterteilung von den einzelnen Modulen, die er so integriert hat. Also rein grundsätzlich, wie man hier schon erkennen kann, also das Ding ist echt toll, man kann das an die Wand hängen. Und das war's zum hier irgendwas aufbauen, man muss die Dinger irgendwie anlöten, weil man kriegt in so eine Schraubklemme nicht irgendwie zwei Drähte rein. Es ist zwar nett überlegt und eine gute Idee und so, aber naja, es sieht einfach schön aus und das war's. Wir haben hier einmal vorne einen Threshold-Komparator, den sehen wir dann auch hier schon mal, Threshold, hier dieser Eingang, Threshold, entsprechend hier dieser Pin da oben. Und hier ein Komparator. Ein Komparator ist einfach ein Operationsverstärker oder eine Operationsverstärker-Schaltung, die zwei Spannungspegel vergleicht. Wir haben hier hinten den Trigger-Komparator, diesen hinteren Teil, Trick-Komparator. Wir haben hier den Trigger-Eingang, das heißt, wir haben hier unten unseren Trigger-Komparator, der vergleicht auch wieder entsprechend einfach irgendwelche Spannungswerte, ganz unkompliziert aktuell. Wir haben hier hinten raus ein RS-Flip-Flop. Das wird dieser Teil hier in unserer Schaltung. Der hat einen Reset-Eingang, der hat einen Reset-Eingang Nummer 2, also einmal diesen externen Reset, dann den Reset, der von dem Threshold-Komparator gesteuert wird, und er hat noch einen Set-Eingang, der von dem Trigger-Komparator gesteuert wird. So, und den hinteren Teil hier, da steht oben schön Output, das wäre die Ausgangsstufe. Der hat quasi eine Push-Pull-Ausgangsstufe, die invertiert nochmal, wie man hier erkennen kann, und gibt dann entsprechend High oder Low am Ausgang, also an diesem Pin, hier raus. Dann haben wir hier unten noch ein paar Transistoren extra, einmal Reset, einmal Discharge. Den Discharge kann man hier erkennen, Reset kommt hier oben rein. Discharge erkennt man hier, der verbindet quasi Pin 7. Den Discharge-Pin verbindet der direkt mit Ground. Da kann man quasi einen Kurzschluss von Discharge nach Ground erzeugen. Wofür wir den brauchen, sehen wir dann jetzt später gleich. So, ich habe jetzt hier diese Schaltung mal aufgebaut. Wenn wir jetzt hier diese 9-Volt-Batterie anstecken, fängt sie auch sofort an zu blinken, die Schaltung. Mit einem sehr langsamen Takt in dem Fall, einfach, dass man es auch schön in der Kamera sehen kann. So, was macht jetzt diese Schaltung an sich? Wir gucken es uns mal hier an. Wir legen jetzt hier oben unsere 9 Volt an und erhalten hier über diesen Spannungsteiler hier, und original hat dieser Spannungsteiler 5K. Es ist so quasi so ein bisschen das Gerücht, warum das Teil NE555 heißt, weil er nämlich hier einen Spannungsteiler hat mit 3x5 Kiloohm. Das heißt, wenn wir jetzt hier 9 Volt haben, es wird ein bisschen abweichen, wenn wir im Ostsee das nicht ganz genauso sehen, weil die Batterie wahrscheinlich nicht mehr 9 Volt hat. Und einen Spannungsteiler mit drei gleichen Teilen haben, kriegen wir hier oben 9 Volt. Wir kriegen hier im oberen 2 Drittel und wir haben hier ein unteres Drittel. Und wir haben hier eine Spannung ganz unten von 0 Volt. Und wenn wir jetzt 9 dividiert durch 3 rechnen, dann können wir da ja doch eine schon sehr komplexe Berechnung rauskriegen. Dann haben wir hier 3 Volt und hier in der Mitte haben wir 6 Volt. Das heißt, der drittelt diese Spannung. So, jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich diese Spannungen machen, die wir hier
dritteln. Wir haben hier diese 6 Volt am Threshold-Komparator. Wenn wir jetzt hier an diesem Threshold-Eingang eine Spannung von 0 Volt haben, dann passiert am Komparator erstmal nichts, denn er guckt natürlich, welche Spannung ist größer, die am negativen oder die am positiven Eingang. Hier haben wir 6 Volt anliegen, also passiert erstmal nichts. Wenn die Spannung hier am Threshold hochgeht, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, wir sind auf 6 Volt oben, wir kommen hier an einen kritischen Punkt, sobald wir über 6 Volt sind, schaltet uns dieser Komparator hier hinten eine steigende Flanke raus. Das bedeutet, wir kriegen hier am Reset-Eingang einen 1, somit wird der Flipflop hier resettet. Gut, was passiert am unteren Komparator? Der untere Komparator ist genau andersrum angeschalten. Bedeutet, wenn wir hier am Trigger-Eingang eine Spannung haben, die unter unserer Schwelle ist, also unter 3 Volt, 0 Volt zum Beispiel, dann schaltet der hinten ein. Da er ja vergleicht, ist diese Spannung größer als die andere. Und da wir hier 0 Volt anliegen hätten, 3 Volt größer 0 Volt, also haben wir hinten eine 1, wir kriegen also ein Set am Flipflop. Wenn die Spannung hier hochgehen sollte, 0 Volt, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, über 3 Volt, kriegen wir hier hinten ein Low raus. Bedeutet, der Set-Eingang vom Flipflop geht auf 0. So, wenn der Set vom Flipflop auf 1 geht, bedeutet das, wir kriegen hier hinten eine 1 raus. Diese 1 wird wieder invertiert, da wir hier hinten in der Ausgangsstufe nochmal eine Invertierung drin haben, hier ein Kringel. Das heißt, wir bekommen, wenn wir eine Spannung unterhalb dieser Schwelle haben, hinten eine 0 raus. Ob es dann wirklich so genau ist und ob der Kringel vielleicht auch noch mit reinspielt, das gucken wir uns gleich am Ozean, aber da nur mal so rein grundsätzlich mal uns überlegt. Wir gucken uns jetzt deshalb auch gleich mal eine richtige Schaltung an, ein Beispiel direkt aus dem Datenblatt, und zwar schließen wir hier den Trigger und den Threshold kurz. Bedeutet, wir haben hier und hier eine direkte Verbindung und kriegen hier entsprechend uns einen Eingang angeschlossen. Wir schließen die zwei kurz und wir verbinden einen Kondensator von diesem Pin Richtung Masse. Soweit so gut schon mal. Zusätzlich verbinden wir diesen Kondensator mit einem Widerstand RB auf Discharge und mit einem Widerstand RA auf unsere Spannungsversorgung, in dem Fall jetzt eben die 9 Volt. Was bedeutet das, wenn wir die Schaltung einschalten? Wir kriegen hier eine Spannung über RA, über RB auf unseren Kondensator, und da wir hier einen Vorwiderstand haben, wird der Kondensator langsam geladen. Wir bekommen also hier am Kondensator eine Ladekurve. Wenn die Kondensatorspannung, die jetzt hier am Trigger und am Threshold anliegt, wenn diese Kondensatorspannung jetzt plötzlich über unsere Schwelle von 6 Volt kommen sollte, kriegen wir hier hinten plötzlich ein Reset. Das heißt, unser Flipflop schaltet um. Wir kriegen hier einen Pegel auf unserem Discharge. Das bedeutet, dieser Discharge-Pin hier wird mit Masse kurz geschlossen. Der geht quasi direkt auf Masse runter, der Discharge. Bedeutet, wir haben hier plötzlich Groundpotenzial in diesem Fall. Bedeutet für uns, der Kondensator, die Spannung wird über RB gegen Masse entladen. Das geht also ein bisschen schneller als die Ladung, da ja der Widerstand kleiner wird. Also wir haben ja hier RA plus RB zum Laden, und für die Entladung geht das Ganze nur über RB, das heißt, es geht dann einen Tick schneller. Jetzt wird der Kondensator entladen. Wir haben ja hier die Spannung immer noch anliegen vom Kondensator an beiden Stellen. Und wenn jetzt die Spannung wieder kleiner werden sollte als unsere untere Schwelle, bei diesem Komparator, kriegen wir wieder ein Set vom Flipflop. Das heißt, der Pegel hier ändert sich. Der Discharge-Transistor wird nicht mehr durchgeschaltet. Das heißt, wir haben hier noch keine Verbindung mehr gegen Masse. Somit wird der Kondensator wieder geladen über RA und RB. So, und das geht jetzt in alle Ewigkeiten so dahin. Dass das wirklich so ist, kann man ja hier an der LED ganz, ganz toll erkennen. Und wie das Ganze jetzt am Ostsee ausschaut und ob wir jetzt hier unsere Kennlinie, die wir hier so grob hinkriegen, auch wirklich haben, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, nun betrachten wir das Ganze mal hier auf unserem NF555 mit unserem Oszilloskop hier. Die Schaltung habe ich wie hier aufgebaut. Wir haben einmal einen kompletten Kurzschluss zwischen Threshold und Trigger. Das habe ich hier mit dem kleinen Kabel erstellt. Ich habe den Kondensator hier. Das ist ein 10 Mikrofarad Kondensator.
hier mit einem Kabel Richtung Masse verbunden und die zwei Widerstände RA und RP habe ich jeweils gleich groß gewählt. Ich habe einmal 100K zwischen dieser Verbindung Threshold und Discharge und ich habe einmal 100K hier zwischen Discharge und VCC, in dem Fall 9 Volt gewählt. Wenn wir uns das Ganze mit dem Oszilloskop jetzt mal anschauen, verbinde hier Masse und verbinde hier mal VCC, können wir sehen, dass wir ungefähr 9 Volt haben, also eher 8, so grundsätzlich, und können nun mit dem zweiten Kanal zum Beispiel mal auf unsere obere Schaltschwelle gehen, auf den CONT-Eingang wäre das, das wäre die Control Voltage, um zu sehen, dass wir quasi 2/3 von unserer ersten Spannung schon mal haben. Das wäre quasi die Schaltschwelle für den oberen Punkt unserer Kondensatorspannung. Und da uns jetzt ja die Kondensatorspannung mit Abstand am meisten interessiert, messen wir die auch gleich mal. Die haben wir hier hinten am Threshold anliegen. Und jetzt kann man schon mal erkennen, da geht irgendwas hoch und runter am Oszilloskop. Wir blinken hier ziemlich langsam. Das bedeutet, wir müssen hier mit unserer Zeitbasis auch mal gut Richtung Sekunden gehen, damit man auch mal erkennen kann, dass da überhaupt irgendwas passiert mit unserem Signal. Ansonsten wird da eher nichts angezeigt. Man kann jetzt hier richtig schön erkennen am Oszilloskop, das Violette wäre die Kondensatorspannung. Und da kann man jetzt schon mal richtig schön erkennen, wie die Kondensatorspannung schön hoch und runter geht. Wenn wir jetzt noch mit dem vierten Kanal, ich meine, ich habe einen Vierkanal-Oszillator, also nutzen wir es auch aus, einfach mal den Output messen. Können wir jetzt wunderbar erkennen, sobald die Spannung unterhalb von unserem Drittel der Referenzspannung, der Versorgungsspannung ist, wird der Ausgang auf High geschaltet. Sobald die Spannung hier unseren Threshold-Komparator überschreitet, wird die Spannung auf Low geschaltet. Also gleich wie hier sogar in diesem Diagramm. Wir haben also richtig Glück, es funktioniert alles so, wie es soll. Das Ganze sieht jetzt noch ein bisschen unschön aus. Ich messe jetzt mal statt der Versorgungsspannung mit Kanal 1 die 1/3-Spannung, kann man nämlich am Oszilloskop wunderbar die Schaltschwellen erkennen. Hellblau wäre die obere Schaltschwelle, also der Threshold-Komparator hier. Und die gelbe Linie wäre die untere Schaltschwelle, also die 3 Volt, die hier am Trigger-Komparator anliegen. Und die violette Linie wäre quasi die Spannung direkt am Kondensator gemessen. Am Blau kann man also den Ausgang erkennen. Blau wäre die Ausgangsspannung hier am NE555. Und man kann jetzt auch echt wunderschön alles erkennen, was ich gerade erklärt habe. Er pendelt mit der Kondensatorspannung zwischen High und Low, also zwischen 6 Volt und 3 Volt. Plus, Minus, ganz genau passen tut es jetzt natürlich nicht, weil die Spannung hier nicht genau 9 Volt sind. Pendelt der Kondensator hin und her. Und man kann auch erkennen, er lädt über 2 Widerstände den Kondensator auf. Das heißt, er lädt langsamer. Die Entladung geht nur über einen Widerstand. Das heißt, er entlädt schneller. Das kann man auch hier wundervoll erkennen. Ja, genau. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich denke mal, wie gesagt, das Teil ist schön, dass man sich an die Wand hängt, rein funktional mal eine Schaltung aufbauen, ist eher mühsam. Da würde ich jetzt meine Variante auf dem Breadboard deutlich bevorzugen. Aber es ist ein echt hübsches Teil, gerade mit dieser dicken Platine und so. Ne? Guckt es euch nochmal an, genauer. Gerade mit dieser dicken Platine, die das Ding drin hat. Also es ist einfach eine schöne Schaltung, ganz, ganz klar, ohne Zweifel. Hat auch auf Anhieb sofort funktioniert. Also ich habe alle Stellen scheinbar richtig gelötet, zufälligerweise. Von dem her, ja, wer das Löten nicht gesehen hat, einfach mal jetzt noch auf den Link hier klicken. Dann könnt ihr euch hier angucken, wie ich das Video mit Matthias zusammen gemacht habe, wie ich das aufgelötet habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!